touching me. Oh, this thing's in two position. Oh, this thing's a one day swallow whole. Katharina, es muss nicht immer laut und grell und schrell sein. Es kann auch mal poetisch und sanft sein. Und du hast wunderschön gezeigt, dass man so eine anstrengende Nummer performen kann, ohne dass es anstrengend aussieht. Und das ist eine grossartige Leistung. Sven, was meinst du? Du hast mich sofort in deine Welt mitgenommen. Für mich war das mit dem Fenster neu. Weil so Luftnummern hat man sicher auch schon die eine oder andere gesehen, aber ich glaube, bei dir kommt doch noch der eine oder andere gerne Fensterle, wenn du Flügel auftust und raus schaust. Riesengang. Lachst du mir aus? Nein, ich habe Fensterle, sensationell. Ja, hast du es nie gemacht? Weißt du, was das ist? Fenster? Nein. Fensterle, das musst du schon erklären. Ja. Ja, danke, Herr Bobo. So, also, wenn einem jemand gefällt und man ist Teenager und man darf abends noch nicht raus, dann ist sie oder er da oben am Fenster und man wirft kleine Steinchen hoch. Oder hast du nicht das gemeint? Morbe, ja. Der Bobo hat schon seine CDs aufgeschmissen, um die Chancen zu erhöhen. Ich habe es mit kleinen Kieselsteinchen gemacht und gehofft natürlich, dass das Fenster aufgeht. Man klopft an quasi, wenn jemandem etwas Schönes widerfährt. So, Spaß beiseite. Um es kurz zu sagen, ich fand es schön. Danke. Herr Gress. Ja, also ich bin fasziniert. Christa. Von Frau zu Frau, ich konnte nicht wegschauen. Ich musste nur wirklich auf dich schauen, obwohl ich was schreiben wollte. Also ein Riesenkompliment. Sehr schön. Merci, grazie. Katharina, hier kommt die Zusammenfassung. Sven, ja oder nein? Ja. Herr Gress? Ja. Christa? Ja. Viermal ja! Danke. Grazie mille.